Ort. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja, der Sportdirektor lässt sich terminlich bedingt entschuldigen. So werden wir heute in der kleinen Besetzung die Pressekonferenz machen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Trainer Lucien Favre ist da und wir bitten um Ihre Fragen. Sebastian Wessling von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ja, Herr Favre, das letzte Spiel ist ja jetzt erst wenige Stunden her. Wissen Sie schon, wie die Mannschaft das überstanden hat? Es gab ja ein paar Angeschlagene zuletzt. Gibt es irgendjemanden jetzt, der Probleme hat aus diesem Spiel oder wie ist die personelle Situation? Ja, es war ein sehr intensives Spiel. Natürlich, wir sind enorm viel gelaufen und man hat gesehen auch am Ende, ja, zum Beispiel Zagadou hatte ein wenig Krämpfe und so weiter, aber sonst keine Verletzung, alles ist okay heute Morgen für alle Spieler. Ja. Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten. Ja, Herr Favre, Julian Brandt hat die Mannschaft gestern gerettet mit seinen beiden späten Toren. Er hatte einen schwierigen Start in die Saison, kam nicht richtig in die Form, die er eigentlich schon vorher gezeigt hat, hat auch nicht die richtige Position gefunden. Gestern durfte er im Zentrum spielen. Sie haben das System sogar so ein bisschen für ihn angepasst, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie sind Ihre weiteren Pläne mit ihm und wie verfahren Sie mit ihm, wenn Marco Reus zurückkommt? Ja, Sie haben zusammen gespielt, zwei-, dreimal. Viermal oder so. Er hat angefangen auf der linken Seite in 4-2-3-1 und er war in Leverkusen mehr Mittelfeld zu dritt und gestern, es war ein wenig so, ein wenig, er war höher, aber war trotzdem mehr Mittelfeld als Stürmer und es war gut, er hat eine gute Leistung gebracht, ist viel gelaufen. Und richtig zwei Tore gemacht, auch vor das erste Tor, macht ein super Assist für Sancho. Das war sehr, sehr gut. Er hat auch sehr clever geholfen in der Defensive auch. Und das war ganz okay, sehr, sehr gut. Anna van Eickels für den WDR-Hörfunk. Jetzt geht es am Samstag ja schon weiter gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist für mich so ein bisschen die Überraschungsmannschaft bisher, dass sie da oben mitspielen. Wie bewerten Sie im Moment den VfL? Ich habe Wolfsburg gegen Augsburg geschaut. Und ja, sie haben bis jetzt in der Meisterschaft nicht verloren. Und ja, sie machen das gut diese Saison. Und ja, sehr gute Mannschaft, gut organisiert auch. Und, aber wie gesagt, ich habe noch nicht viel beim Video geschaut oder so. Ich werde das heute machen noch. Bijan, bitte. Herr Favre, Sie hatten gestern nach langer Zeit zum ersten Mal Dan Axel Zagadou in der Startaufstellung gebracht. Wie zufrieden sind Sie mit seiner Leistung und was sind die besonderen Merkmale, die ihn als Innenverteidiger auszeichnen? Ja, er hat für mich sehr gut gespielt. Er war auch mit dem Ball auch sehr, sehr gut im Spielaufbau. Er kann gute Pässe machen, kann lange Pässe spielen und er versteht sehr, sehr gut, wo er spielen muss. Und ja, er hat gut, sehr, sehr gut gespielt für mich. Anne van Eickels und dann Kevin Kraft von der Bild. Das Spiel war gestern ja ganz, ganz lange sehr offen. Letztendlich auch so ein bisschen dreckiger Sieg, wie man in der Fußballersprache sagt, gegen Gladbach. Glauben Sie, dass das nochmal so einen Push geben kann jetzt der Mannschaft auch für die nächsten drei schwierigen Spiele? Ja, es ist immer gut, wenn du ein Spiel drehen kannst. Und es war 0-1. Wir haben das Spiel ziemlich schnell gedreht und es war verdient für mich. Ich habe noch heute Morgen, gestern Abend noch das Spiel analysiert und sind viele, viele positive Sachen, natürlich. Ja, wir haben 14 Torchancen zu 6
Gladbach hat 6-mal auf Tor geschossen, 14-mal für uns. Wir haben ein wenig mehr Ballbesitz und wir haben mehr Torchancen. Sie haben 2-3. Wir haben in Begriffen die Tore 5-6 klare Torchancen. Und das ist immer sehr gut, gegen eine solche Mannschaft zu gewinnen. Wir sind Tabellenführer in der Meisterschaft und es war sehr, sehr gut. Und es ist auch gut für alle. Kevin Kraft. Herr Favre, nochmal kurz zurück zum Personal. Sie haben gesagt, neue Verletzte gibt es keine. Wie sieht es denn aus bei Roman Bürki, Marco Reus und auch Mats Hummels bezüglich eines Einsatzes am Samstag? Roman Bürki hat heute trainiert und Mats Hummels und Marco Reus, sie haben noch nicht trainiert. Das heißt, es wird eng oder? Nein, ich kann das nicht sagen. Aber ja, man muss warten. Man muss warten. Es ist, ja, kann nicht definitiv sagen, sind da oder nicht da. Es ist offen. Ja, offen. Kann nicht mehr sagen. Okay. Sebastian Wessling. Eine Frage nochmal zum Gegner. Die haben ja auch einen neuen Trainer in dieser Saison. Wie hat sich das Spiel verändert unter Glasner im Vergleich zu Labbadia vorher? Wie vorher gesagt, ich habe noch nicht viel geschaut. Ich habe nur ein Spiel gesehen, 90 Minuten am Sonntag, Fernsehen, gegen Augsburg. Und ja, es ist schwer zu vergleichen, aber sie spielen ein anderes System. Aber die Mannschaft ist circa gleich wie vor einem Jahr, glaube ich. Es ist nicht viel Änderung. Sowieso, aber ich werde mehr machen nachher. Jürgen Kross. Herr Favre, Ihre Mannschaft muss in dieser Saison viele Widerstände überwinden und tut sich, wenn dann aber zu Hause, doch deutlich leichter damit, Spiele zu gewinnen, für sich zu entscheiden. Warum ist das so und wie viel Mut gibt Ihnen das für die nächsten beiden Heimspiele gegen Wolfsburg und dann gegen Inter? Ja, wie gesagt, wir haben gestern diesen Sieg genossen und jetzt müssen wir uns peu à peu konzentrieren auf das nächste Spiel. Wir wissen als Trainer, dass wir gegen Inter spielen und nachher noch ein Spiel. Ja, aber wir müssen uns nur auf das Spiel gegen Wolfsburg konzentrieren und nicht weiter schauen. Es genügt. Eine Nachfrage noch, oder? Ja, warum ist es zu Hause vielleicht leichter zu spielen, zu gewinnen, sich durchzusetzen? Denn die Bilanz ist ja zu Hause deutlich besser. Es war nicht die Bilanz zu Hause. Ist besser. Ja, aber für viele Mannschaften ist es so, oder nicht? Oder? Für viele Mannschaften so und es noch einmal, es liegt dann nicht viel. Wir konnten auch auswärts gewinnen. Und auch gestern, es war trotzdem sehr, sehr schwer geplant, aber sehr, sehr schwer. Und ja, es liegt dann nicht viel. Jesko von Eichmann. Aber, Herr Favre, ich komme auch nochmal kurz zurück zu Wolfsburg. Die haben gestern eine, wie ich fand, sehr, sehr überraschend, sehr eindeutige Niederlage im Pokal gegen Leipzig kassiert. Was glauben Sie, was macht das mit der Mannschaft? Ist das positiv für Sie, weil Sie verunsichert sind? Oder kommen die nochmal mit extra Motivation? Ich weiß nicht, ob es positiv für uns ist oder nicht. So, wie gesagt, sie haben noch nicht in der Meisterschaft verloren. Und das meint auch alles, klar. Das kann passieren, ein Spiel, wo alles nicht gut läuft. Und das klar, es ist viel, 6-1. Aber so, man weiß, es ist die Pokal. Und nach 3-1 vielleicht, sie sagen, ja, so. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Ja, was ist dein Spiel? Fertig. In der Meisterschaft, Sie haben noch nicht verloren. Sebastian Wessling nochmal. Auch nochmal eine Frage, die ein bisschen auf den Gegner zielt. Wout Weghorst, der war ja letztes Jahr auch schon da, gegen den haben Sie ja schon gespielt, der für Wolfsburg ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist, auch sehr regelmäßig trifft. Was muss man tun, um so einen Spieler zu bremsen? Ja, er hat viel Power, kann die Bälle gut halten. Und
sucht immer der Strafraum, der Abschluss. Und der ist klar, er hat viele Tore gemacht vor einem Jahr. Wie viel? Letzte Saison? Ich auch nicht. Nein, er hat viele Tore gemacht. Ja. 15, 16, ne? Und Assist auch. Assist gemacht. Ja, ich denke, er ist sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft von Wolfsburg. Und dann die Frage, wie wir ihn bremsen können? Bremsen können, ja. Wir spielen nicht Mann gegen Mann. Wir spielen die Zone wie alle Mannschaft fast. Und so. Aber er ist sehr, sehr gefährlich in der Strafraum natürlich. Kopfball auch, sehr, sehr groß, sehr, sehr gefährlich. Auch bei Flanke, bei Standards und so. Ihm zu bremsen, er muss sehr, sehr clever spielen, angeht und der andere, ja. Also darf man solche Flanken wie gestern gegen Gladbach am besten gar nicht zulassen? Ja, ja, Sie haben recht. Ja, die Flanken sind immer gefährlich. Ja. Jürgen Kross. Herr Favre, Sie haben vor 10 Tagen auch gegen Gladbach gewonnen mit 1-0 und ja. Da war die Hoffnung groß, dass das so einen Schub gibt für die Mannschaft. Dann folgten allerdings 2 insgesamt eher enttäuschende Auftritte in Mailand und auf Schalke. Warum ist dieses 2-1 gegen Gladbach jetzt ein wirklicher Brustlöser für die Mannschaft? Weil es war schon eins verdient. Es war schwer, aber verdient für mich. Und es ist immer gut, wenn du ein Spiel drehen kannst. Es war 1-0, es war schwer, so, und aber die Spieler sind so einfach so geblieben. Ja, es ist 1-0, es macht nichts, aber wir machen weiter und so. Das war sehr, sehr gut. Wir haben Torchancen kreiert und Tore gemacht und für mich, es war klar verdient. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe eine hinten auf dem Kamerapodest. Wir warten bitte noch kurz auf das Mikrofon warten, kommt gleich. Ja, Herr Favre, ein knappes Drittel der Saison ist bisher rum. Wie zufrieden sind Sie bisher mit dem Verlauf der Saison, wenn man mal ein kleines Fazit schon ziehen kann? Ja, es ist schwer nach wie viel Spiele in der Meisterschaft? 10. Nein, 9. 9, ja, jetzt das 9. 9. Ja, es ist schwer, ein Fazit zu ziehen, so. Es ist, es ist schwer. Wir sind da in alle Bereiche so, aber wir haben wichtige Spiele diese Woche, aber sind alle wichtig sowieso. Nachher im Dezember, November, Ende November und Dezember sind alle wichtig. Wir werden sehen. Kein Fazit jetzt. Ja. Noch sind wir in allen Wettbewerben im Zielkorridor. Ja. Vielen, vielen Dank für das Interesse. Ja. Merci. Vielen, vielen Dank für das Interesse. Wir sehen uns am Samstag gegen Wolfsburg im Signal Iduna Park. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.